Archäologen teilen sogenannte Kulturgruppen ein. Das heißt, sie versuchen, die Zeit zu unterteilen in Zeitabschnitte. Und die Zeitabschnitte versuchen sie nach Funden zu gliedern. Das ist insofern notwendig, als dass in der Vorgeschichte, immerhin 99% der Menschheitsgeschichte, wir über keine Schriftquellen verfügen. Wir müssen also irgendwie die Sachen ordnen. Und nun ist das Blöde, dass auf dem Topf, den man findet, nicht draufsteht, wie alt er ist. Das heißt, wenn man im 18. Jahrhundert oder im 17. Jahrhundert einen Topf gefunden hat, hat man ihn irgendwie mit etwas verbunden, was man kannte. Man kannte von Tacitus beispielsweise die Germanen, dann waren die alle Dinge germanisch. Oder man kannte Karl den Großen, dann war es eben aus dem hohen oder frühen Mittelalter. Inzwischen wissen wir das besser. Man hat zuerst eine sogenannte relative Chronologie gemacht. Das heißt, man hat die Töpfe, die man gefunden hat, meistens waren es Töpfe, denn die erhalten sich sehr gut, relativ geordnet. Also was kommt zuerst und was kommt zuletzt? Das haben wir versucht mit sogenannten Stratigraphien. Das heißt also, was liegt unten, was liegt oben? Dann hat man schon einen relativen Bezug, eine sogenannte relative Stratigraphie. Und das Ganze hat man nun versucht, mit dem Mittelmeer zu verbinden. Das heißt, im Mittelmeerraum, etwa über Pharaonenlisten, weiß man zumindest bis 3000 vor, wie die Dinge datieren. Und da hat man dann Funde genommen, die miteinander verbunden sind und hat so ein chronologisches Gerüst gemacht. Das war relativ ungenau. Der Durchbruch kam eigentlich mit den modernen naturwissenschaftlichen Methoden, mit der Radiokarbonmethode ab etwa 1950 oder aber mit der sogenannten Dendrochronologie, mit der man sozusagen die Holzringe, die Jahrringe der Hölzer untereinander vergleicht. Bei der Radiokarbonmethode geht es um den radioaktiven Zerfall und hier kann man Halbwertszeiten zurückrechnen und kommt mit Kalibrationen relativ präzise auf Daten. Man benötigt dazu organisches Material, etwa Knochen oder Holz. Und bei guten Carbondaten sind die Abweichungen heute plus minus 25 Jahre. Man ist also etwa im 5. Jahrtausend auf 50 Jahre genau. Das ist schon ein gewaltiger Fortschritt. Die Grundlage von allem ist aber für Archäologen die typochronologische Datierung. Das heißt, die Unterscheidung der Keramikgefäße, der Metalle und der Steingeräte aufgrund von Formenkunde. Das haben die Archäologen sehr, sehr weit getrieben und Sie sehen hier eine lange Reihe von Gefäßen, die sozusagen typochronologisch geordnet ist und inzwischen auch absolut chronologisch mit Radiokarbondaten abgesichert ist. Wie stellt man nun so etwas aus? Hunderte von Töpfen kann man ja nicht zeigen. Man kann aber die Entwicklung zeigen und das tun wir hier. Wir zeigen hier 12 früh- und mittelneolithische Kulturen, also etwa die Zeit von 5500 vor Christus bis etwa 3500 vor Christus. Und um diese Kulturen, die voneinander abhängen und miteinander zusammenhängen und sich auseinander entwickeln oder aber auch Brüche haben, in ihrem Verhältnis zeigen zu können, haben wir nun Schubladen hier eingebaut. Und in den Schubladen zeigen wir zum Beispiel hier charakteristische Geräte oder wir zeigen hier das Verbreitungsgebiet oder wir zeigen hier die Bestattungssitte. Und wenn man alle diese Schubladen herauszieht und vergleicht, dann hat man optimalen Vergleich dieser Kulturen und dann versteht man, wie Archäologen arbeiten. Das ist natürlich eine Aktion von einer Stunde und ist natürlich nicht für einen schnellen Besucher gedacht. Wir machen ein Museum so, dass man in einer Stunde durch das ganze Museum gehen kann. Dann hat man einen oberflächlichen Überblick. Oder man kann dort auch 20 Mal kommen. Wenn man alle Schubladen öffnet, dann werden 20 Museumsbesuche immerhin noch nicht reichen. Dann muss man öfters kommen. Und dann kann man sich sozusagen tiefen informieren. Man wird aber nicht von vornherein mit Informationen überflutet. Das ist der Trick an dieser Ausstellung. Es sieht relativ klar aus, relativ einfach und es beherbergt doch letztlich ein komplexes Wissen. Das Ganze ist auch so gemacht, dass wir beispielsweise die Töpfe hier nicht mehr auf Glasplatten stellen wie früher. Die scheinen wie durch Magnete zu schweben. Das ist sehr, sehr viel besser, spart auch der Putzfrau viel Arbeit. Sie muss keine Glasplatte mehr putzen. Wie wir das gemacht haben,
das müssen Sie im Landesmuseum in Halle selbst herausfinden.